So, dann kann es ja losgehen. Ein weiteres relativ kurzes Flüglein von OINZ nach OING. Die genauen Namen, die ich kaum aussprechen kann, verrate ich euch gleich. Und um es nicht zu kompliziert zu machen, fliege ich erstmal drauf los. Erstmal Gummi geben, ist immer eine gute Sache. Die Maschine geht sowieso tierisch schnell hoch. Ziehen wir ein bisschen an und schwupps, schon hebt sie ab. Fahrwerk rein. Mal ein bisschen runtergucken hier, sonst hören wir es alle gar nicht. Ich denke mal, mit 2000 Fuß sind wir hier schon gut bedient, mehr brauchen wir gar nicht. Ja, ich gebe zu, die Armaturen sind nicht super perfekt angebracht. Man könnte sie optimaler gestalten. Oh, wir haben jetzt 2500 Fuß, nicht Meter. Und relativ flott unterwegs, da können wir jetzt mit dem Autopiloten die Höhe halten. Und dann zum anderen Knopf gehen und sagen Autopilot an. So, jetzt kann ich die Finger vom Lenkrad nehmen. Jetzt kurbelt sich die Mühle jetzt von selber in die richtige Richtung und auch wieder die richtige Höhe hoffe ich. Junge, wir werden hier alle sterben, je nachdem, was zuerst eintritt. Ich kann den Gas rausnehmen. Ich werde mir eventuell tatsächlich einen Hebel umbelegen müssen, um die Turbinen nicht immer hier mit Höchstgeschwindigkeit laufen zu lassen. Ich werde mir das tatsächlich mal näher ansehen müssen, ob die Turbinen während des Fluges unabhängig von der Gasstellung hier in der Drehzahl reduziert werden oder ob man die grundsätzlich auf Volllast laufen lässt. Na, was verstehe ich denn schon von Flugzeugen? Apropos verstehen, ich habe meine Mühle nochmal schnell angemalt. Ich fliege ja wieder die tschechische LED 410. Und ja, ich habe wenigstens noch schnell Testbemalung gemacht. Mir ist da eben noch was aufgefallen an einem der Fenster. Ich weiß aber nicht, ob das nur eine Lichtreflexion war. Ja, es war eine Lichtreflexion. Also ich habe sie erstmal Sand angemalt. Da drin sitzen zwei Vögel, das sieht immer nur so aus, das ist eine Luftspiegelung. Eigentlich ist es nur einer, nämlich ich. Den anderen bildet ihr euch nur ein. Ja, ne, das ist nur so eine Hauruck, mach mal eben schnell Bemalung. Warum sieht man die Flugzeuge meistens bei mir von dieser Seite? Weil sie so besser besonnt werden. Aber schöner ist es natürlich mit den Bergen im Hintergrund, so für Thumbnail. Aber wir gehen jetzt sowieso erstmal dahin. So, gucken wir auf die Karte. Also, wir fliegen ab von Saridasht el-Enaz und fliegen rüber nach Gorkan. Morgan. Beides müsste eigentlich noch im Iran liegen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Aber je nach Zoom-Faktor ist es etwas schwierig, ob Landesgrenzen da gezogen sind oder irgendwelche so Regionalgrenzen. Aber diese dicken Dinge hier sind Landesgrenzen. Die nächste Etappe hier nach, die wird uns immer noch im Iran halten. Der Iran ist nämlich verdammt groß. Und danach die nächste, das wird dann hier schon in, oh Gott, wie heißt das hier? Turkmenistan? Kommt drauf an, auf welcher Seite wir landen, ne? Hier gibt's den Flughafen gibt es sozusagen zweimal. Aber das ist noch alles innerhalb der nächsten Tage. Heute fliegen wir erstmal hier lang. Hier fliegen wir doch über eine schöne Bucht, die leider keinen Namen hat. Wir fliegen jetzt jedenfalls an Neka vorbei und gleich über Beschar. Ja, ich muss immer glauben, dass das so ausgesprochen wird, weil wissen tue ich da nichts. Da sind die dazugehörigen Räumlichkeiten. Dass das so schrill bunt ist, dafür kann der Flugsimulator nichts. Das sind hier schließlich Satellitenaufnahmen. Und wenn die Satelliten sagen, das ist da alles blau und rot, dann ist das blau und rot. Warum ist das blau und rot und nicht grün? Weil grün ist die heilige Farbe des Islam. Ich glaube, die sind da sehr vorsichtig mit dem, was sie machen und was sie nicht machen. Ich habe zum Beispiel eine Verflossene von mir, eine immer noch gute Freundin, die hat gearbeitet für die, ich glaube, Preussag Anlagenbau, kann das sein?
Jedenfalls hat die mir eine Geschichte erzählt, und zwar haben die irgendwo in Arabien, ob es nun Ägypten war oder sonst wo, haben die eine größere Anlage gebaut und dafür natürlich auch Dixies aufgestellt. Nur, dass die Dixies eben keine Dixies waren, sondern wie heißt noch die Konkurrenzfirma? Egal, die mit den grünen Häuschen. Und irgendwann haben sie dann nachts viel Ballerei gehört und am nächsten Tag hatten diese Dixies Löcher ohne Ende, weil grün ist die heilige Farbe des Islam. Und da Scheißhäuser draus zu machen, das fanden die Einheimischen nicht witzig. Und haben dieser Meinung auch mit erheblicher Feuerkraft Ausdruck verliehen. So, und dann mussten sie sozusagen die Dinger da anmalen, also ummalen, weil das ging nicht. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Andere Länder, andere Sitten. So, was sehen wir da? Rostam Cola. Rostam Cola, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, Kanga Benensi, nein, wie heißt das da? Kare Tape. Das müsste dann wohl das hier sein. Kare Tape. Vermute ich mal einfach jetzt so. Klimaanlagenluft schafft mich. Schick hier, ne? Habt ihr noch die Bilder im Kopf von der Überquerung des Gebirges da nach Teheran? Das war ein Ausblick, wa? Das hier ist nett. Naja, es ist halt nett. Jedenfalls im Vergleich dazu. Davon abgesehen ist es immer noch sehr geil. Also, na, für einen Flugsimulator muss ich schon sagen, wenn man sich mal anguckt, was man in echten Flugsimulatoren als Grafik geboten bekommt, dann muss ich sagen, ist das hier ja schon der absolute Knaller. Die meisten Flugsimulatoren werden ja erstmal gebaut, kosten viel Geld und sind dann auf einem Stand von 1970 oder was weiß ich, wann sie halt gebaut wurden. Jedes Grafik-Update kostet erstens viel Geld, zweitens gibt es nur relativ wenig Abnehmer pro Flugsimulator, also so, dass sich das einfach für den Hersteller nicht lohnt, da ist die Wahnsinns-Grafik reinzuschustern. Und dann wird das halt nie gemacht, ne? Echter Flugsimulator, gerade mit Pneumatik, der kostet sowieso pro Stunde Geld, dass einem die Augen tränen. Das war eine lange Halbinsel, ne? Ich meine, wer da hinten wohnt und auf der anderen Seite zu seiner Freundin will, der hat aber echt einen Umweg vor sich. Und das dann mit einem Dromedar statt mit einem Ferrari, je nach Gehaltsklasse, schon lästig. Sind wir mal da? 15 Minuten noch ungefähr, 40 Meilen. 40 Meilen. Nautische Meilen. So, muss man ja extra sagen. Oh, wir fliegen gerade vorbei an der University of Science und nochmal. University of Science and Technology of Mazandaran. Das muss genau das hier sein. Ja, glaubhaft, ne? Zwei größere Anlagen, wobei nach Satellitenbild schwer zu sagen. Ich glaube, die vordere hier müsste es sein, ne? Die vordere große mit dem großen Kringel dran. Andererseits sieht das nach Bautätigkeit aus. Kann also sein, dass in letzter Zeit da was da gemacht wurde. Das hat nur einen arabischen Namen, der hier leider auf meiner nebenher laufenden Tablet-Karte nicht erwähnt wird. Oder hier erwähnt? Nein, wahrscheinlich auch nicht, ne? Da wird nicht mal die Existenz des Dorfes zur Kenntnis genommen. Oh, Wasser! Da fällt mir ein, ich muss ja wieder das Plugin für Schiffe aktivieren. Warum ist das eigentlich nicht standardmäßig aktiviert? Kann man das irgendwo einstellen? Hier, der Bursche. Jedes Mal. Jetzt poppen jetzt überall Segelboote auf, ne? Nein. Ich glaube, er orientiert sich nach den Fahrplänen der Fähren. Was ist das? Das ist Kalishar. Zwei Worte. Kalishar. Und zur Information, wir sind immer noch 2000 Fuß hoch und 165 Knoten schnell. Doch blöd, ne? Wenn man da im Schatten der Berge lebt und erstmal jeden Tag warten darf, bis die Sonne da hochkommt. Der Rest der Welt ist schon beschienen. Naja, vielleicht haben sie ja genug Sonne, dass sie da gar nicht so, dass sie das gar nicht so traurig sind, dass sie da noch ein bisschen Schatten haben morgens. Obwohl morgens ist es eh kalt. Ich glaube, abends eher Schatten kriegen wir hier schöner.
Und hier im Bungalow irgendwo an der Küste wäre gar nicht schlecht, ne? Vielleicht da draußen auf der Insel? Wenn gerade keine Stürme sind? Oh, oh. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn er so ruckelt, dann kann er schon mal aussteigen. Ich habe es, glaube ich, kein einziges Mal erlebt, dass X-Plane 11 einfach so ausgestiegen ist, sondern eigentlich erst, seitdem ich angefangen habe, hier irgendwelche NAV-Karten und sonstige Add-ons reinzuknallen. Also das Programm selber läuft echt stabil, auch mit den ganzen Add-ons drin. Gar nicht schlecht. Aber es ist auch nicht idiotensicher. Ich habe so den Verdacht ein bisschen, durch dieses Geruckel, dass das damit zusammenhängt, wie zum Beispiel Windows Super Prefetch oder sowas, die Festplatte bis zum Anschlag ausreizt und er dennoch Karten hinterherladen will, dass er dann einmal kurz das versucht, dann kommt er ins Stottern und wenn er das nicht schnell genug kriegt, dann sagt er danke, reicht und hängt sich auf, beziehungsweise steigt ordnungsgemäß aus mit einer Fehlermeldung, komplett mit Fehlerbericht an den Hersteller, Kopie-Durchschlag an Windows und eine weitere Kopie an den Geheimdienst. So, kommen wir auf die Karte. Tja, keine Gebirge heute, dafür Wasser vor uns. Aber wie gesagt, der Himalaya kommt noch. Und da werden wir dann Gebirge haben. Bis uns die Ohren bluten, weil nämlich keine Druckkabine da war. Selbst die kleine Beechcraft C90 hat übrigens eine Druckkabine. Ich denke mal, dass dieser Flatterich hier auch eine haben wird. Ich meine, wenn man da 18 Passagiere reinstopft, dann würde er wohl eine Druckkabine haben, ne? Sonst. Wenn die alle bewusstlos in den Seilen hängen, das ist auch keine gute PA. Das ist auch ein schönes Bild hier. Es gibt übrigens hiervon auch noch eine Cargo-Version. Die Frage ist jetzt tatsächlich, was genau an der Cargo-Version auch anders ist. Ob das äußerlich anders ist oder ob das nur durch fehlende Sitze auffällt. Weil eine größere Ladeklappe sehe ich jetzt hier nicht. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, also eine Klappe ist hinten scheint es auch eine größere Ladeklappe zu geben, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin. Und hier vorne war doch auch irgendwas, ne? Ja, das war auch eine normale Luke. Und das Fahrwerk summt Öl. Naja, schön. Ist bestimmt nur Abrieb. Die Motorgondeln hat man ja praktischerweise gleich, schwarz gelassen, damit man das Öl nicht so sieht auf der Lackierung. Das war extrem detailliert, ne? Gerade wenn man von der anderen Seite sich die Motorgondel anguckt. Also die haben sich da aber wirklich Mühe gegeben. Da kann man richtig ranfahren. Also hier jetzt nicht, aber wenn ich zum Beispiel hier im Malprogramm das öffne, dann kann ich wirklich bis ran und kann da alles lesen, was da steht. Da haben sie richtig bis ins Kleinste das alles hingekriegt. Große Klasse. Tja, Wasser. Wasser ist immer schwierig, weil bei Wasser den Leuten irgendwie was Unterhaltsames zu erzählen, das ist so eine Sache. Ich fahre nochmal eben ran. Und ja, hier kann ich dir nochmal ein paar Fotos machen. Verschiedene Winkel ausprobieren, vielleicht von unten. Ja, mal schauen, was nachher am besten aussieht, wenn ich das in meinem Programm habe. Und mir die richtige Thumbnail raussuchen soll. Auf jeden Fall mit Bergen, ne? Berge müssen damit rein. Ja, es verdeckt so ein bisschen jetzt die Pilotenkanzel, aber was soll's. Wollen wir mal nicht katholischer sein als der Papst? So. 9 Minuten. 70 Grad Flugrichtung genau. 25 Meilen entfernt. Ich finde das immer wieder toll, wenn Leute sowas selber machen. Weil man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal eben neues Flugzeug, ist doch ganz einfach. Sondern anmalen kann jeder, das schafft ja sogar ich. Aber so ein Ding komplett from scratch zu entwerfen, das ist schon eine andere Hausnummer. Und vor allen Dingen habe ich jetzt schon diverse Flugzeuge, die von X-Plane 10 konvertiert wurden. Das heißt im Klartext, wir sorgen dafür, dass das irgendwie auch auf 11 läuft. Aber so die... Die Armaturenbretter sind noch in 2D und das ist alles so, das Feeling kommt irgendwie nicht so richtig rüber, ne?
Wenn ich 2D-Armaturenbretter haben will, dann kann ich auch FSX fliegen. Ich habe jetzt gerade eben zufälligerweise bei YouTube, bin ich auf einen Livestream gestoßen, da ist irgendjemand geflogen mit einer Passagiermaschine, was weiß ich denn, von irgendwas nach irgendwo. Aber soll ich nicht mit allen drum und dran, der ist offensichtlich selber Pilot oder zumindest kennt er sich damit sehr gut aus. Und hat dann so richtig nach Checkliste alles gemacht, Passagierkreuzer vorbereitet, die Maschinen hochgefahren, Navigation, Kommunikation, also die Landebahn mit allem Schnickschnack. Und die ganze Zeit habe ich fassungslos daneben gesessen und habe gesagt, meine Fresse, ist die Grafik von dem Armaturenbrett schlecht. Na, Flight Simulator X war das nämlich. Also das heißt ja immer ohne, das höre ich zumindest von manchen Leuten, ohne Plugins ist das Ding nix. War ja auch hier beim X-Plane 7, X-Plane 11. Da bringen die Plugins auch noch ganz gewaltig was. Aber wenn das jetzt mit Plugins war und dann so eine Grafik, dann sag ich auch, ach du lieber mein Vater. Für sowas wirft man doch die Maschine, die schaltet man die Computer doch nicht extra für ein. Oh nee. Ich gebe ja zu, der FSX ist natürlich auch preiswerter. Ne? Dass er älter ist, juckt mich ja nicht, weil mich interessiert nur, was gebe ich dafür aus und was kriege ich dafür. Ja, man kann ja auch gute Sachen für gute alte Sachen kriegen für Geld. Man muss nicht schlechte alte Sachen für Geld kaufen. Und ganz ehrlich, die, ich glaube, 10 Euro, für dieselben 10 Euro habe ich im Steam Sale auch den FSW gekriegt, also den Flight Simulator World. Oh, Zug. Da unten, sehr schön animiert. Also in den Flight Simulator World bekommen. Und ich meine, da liegen ja, also wirklich beim Flight Simulator World, da liegen ja Lichtjahre zum FSW dazwischen. Das kann man nicht anders sagen, also. Und der kostet, oder ich habe auch nur für 10 Euro bekommen. Und der ist sehr viel besser als der Flight Simulator X. Oder 10, das ist ja die 510. Und deswegen habe ich da eigentlich kein Verständnis für, dass Microsoft das alte Ding immer noch verscheuert. Weil das ist das Geld nicht wert. Vor allen Dingen, der Witz ist ja nun auch noch, das gehört beides denselben Leuten. Also der Flugsimulator 10 von Microsoft und der FSW, die werden beide von Dovetail vertrieben. Und der FSW ist einfach nicht Jahre voraus. Ich würde sagen, die vertreiben wahrscheinlich einfach nur noch eine Karteileiche. Wahrscheinlich hat Microsoft selber schon gar nichts mehr damit zu tun. Ja, ne? Ich würde nicht sagen, genug gelästert, du Schandmaul. Aber ganz ehrlich, über den Microsoft Flugsimulator kann man nicht genug lästern. Deswegen lästere ich da noch ein bisschen drüber und empfehle euch stattdessen den Flight Simulator World, auch wenn ich mit dem hier rechtlich Probleme habe. Seit einem bestimmten Datum schlagartig nur noch Probleme. Aber die hängen wahrscheinlich nur damit zusammen, dass ich hier zwei Monitore gespiegelt an einer Grafikkarte hängen habe. Also beide Monitore zeigen ein und dasselbe. Ja, und irgendwann ist passiert, mit einem Schlag ging es plötzlich nicht mehr. Ne? Vorher ging es, hinterher ging es nicht mehr. Seit dem 21.12. Wenn ich jetzt den vorher sage, pass auf, schalt den einen Monitor mal ab und gebe alles nur auf den einen Monitor, dann scheint alles zu gehen. Ich habe da noch keine sehr ausführlichen Tests mit gemacht, ganz einfach, weil ich habe ja den hier, ne? Ich habe den X-Plane 11 gekauft für, ich weiß nicht, 43 Euro, glaube ich, Klammer auf, Steam Sale, Klammer zu. Und ja, warum soll ich das Schlechtere spielen, wenn ich das Bessere habe? Ich gebe zu, wenn das Schlechtere ist auf den SFW, also Flight Simulator World, ist, also ungünstig ausgedrückt, schlechter ist das falsche Wort, der ist auch gut, der ist wirklich gut. Macht auch viel Spaß. Der X-Plane 11 ist nur einfach besser. Das ist eigentlich alles. Das einzige Problem vom SFW ist, dass es den X-Plane 11 gibt. Und da gibt es noch einen, irgendwie noch einen teureren, der kostet irgendwie 64, 65 Euro. Dessen Name sich mir jetzt gerade nicht in den Hinterkopf erschließen will. Da kann ich aber noch nichts zu sagen, weil ich habe ihn nicht selber angetestet. Oh, guck mal, da sind irgendwelche Flughäfen neben uns, neben unter uns. Da sind wir gerade drüber weggefliegt.
welche Gebäude da drauf stehen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesen Dingern, wo nur rote Kennzeichen sind, weil der Flugplan hier nimmt die Dinger nicht so gerne an. Da dachte ich immer, vielleicht sind die so findelig und klein, weil man kennt da auch die Kennung nicht. Na, weil da irgendwie Nummern drin vorkommen. Der obere von beiden heißt zum Beispiel UI0R und der untere UI1C. Da kann das sein, dass das interne Navi hier die Dinger gar nicht erst erkennt. Und wenn ich mir einen Flugplan mache und dann dahin fliegen will, dann sagt er, wohin kenne ich nicht. Hingegen, da vorne, Gorgon, blauer Flughafen, oink, den kennt er. Das werden wir da jetzt auch nie hinfliegen, ne? Ich bin so logisch, so durchdacht, meine Herren. Geil, alles geil. Ich bin manchmal einfach sprachlos zu eurem Glück und gaffe hier wie ein Kind Bauklötze staunend, wie eine Kuh vor Berg und erfreue mich des Anblicks. Ich farbe gar nicht so nach Sand aus, das ist so eine Art helles Olivbraun. So ein bisschen sowjetische Armee bei der Beleuchtung, ne? Naja, ist ja ein Ausflugflugzeug, von daher passt das schon. Gibt's bestimmt irgendwelche polnischen von. Mal gucken. Irgendwann fange ich bestimmt auch an, dafür irgendwelche Decals zu machen. Aber, in Skizze zu machen. Aber dafür muss ich erst die Sache mit den Reflexionen in den Griff kriegen. Das ist eine extra Datei, in der definiert wird, wie sehr das Ganze glänzt. Die muss ich erstmal so auseinanderfieseln, dass ich verstehe, was ich da tue. Und da ich momentan mir das mal nur angucken kann, indem ich den Flugsimulator lade und der sehr lange lädt, braucht es immer einige Zeit. Ist das womöglich schon der Flughafen da vorne? Dann sollte ich vielleicht erneut den erstmal das Fahrwerk ausfahren. Ja, wenn wir schön gebremst werden, dann den Autopiloten abschalten. Dann eine schöne Gas wegnehmen. Damit ich mir nicht wieder die Landeklappen abreiße. Vielleicht reiße ich mir ja stattdessen das Fahrwerk ab. Wie hoch sind wir? Etwas über 2000 Fuß. Hier werden wir auch nahezu abbauen müssen. Dann sehen wir auch gleich wieder einen der Nachteile der Satellitenbilder, nämlich wenn man sehr tief über so eine Ortschaft bratzt, fällt doch arg auf, dass die Häuser sehr flach sind. Aber eben auch nur da. Ja, das ist schon sehr tief, ne? 300 Meter ungefähr. Ich verliere aber ordentlich Geschwindigkeit, deswegen gebe ich wieder ein bisschen Gas. Liegt ungefähr na, 120 Grad rechts rum. Oh, guck mal, hier ist eine flache Gegend. Hier ist bestimmt schön zum Drohne fliegen. Mit Bäumen hat man hier schon mal kein Problem. Aber mit Behörden könnte ich mir vorstellen. Zum Iran. Farblich passt das Flugzeug hier aber sehr schön hin. Segeln. Ah, versuch's.
Das wird den Landeklappen nochmal, die sind wieder abreißen. Ja, erste kommt raus. Oh, sofort zieht er nach oben wie wild. Gas weg. Oh, geht er nach oben. Bremsen schon mal rein, das hat sich als ganz brauchbar erwiesen. Ist, sonst wäre mir die Landebahn schon ein bisschen zu kurz. So, bremsen wieder raus. Ich glaube, wir haben genug Fahrt verloren. Puh! Wir sind wieder mal lebendigen Fußes angekommen. Trotz eures Lieblingspiloten. Ah, ich denke mal, da hinten werden wir noch eine weitere Taxi-Quer Bridge haben, wie immer man das nennen mag. Puh. Da kommt's halt irgendwie schneller vor, ne? Das Gaspedal. Ja, ich war hier querbeet. Nicht immer nach den Linien schön in der Mitte, sondern irgendwie passt schon. Kurven schneiden, hier ist ja Platz. Stellen wir uns mit dem dicken Ding hin. Am besten da steht sogar schon so ein Einweiser und wartet auf uns. Ich brauche echt einen analogen Hebel für die Bremse. Oder? Ah, da wären wir! Naja, lebendigen Fußes angekommen, das verblüfft niemand mehr als mich. Habe ich ihn denn da? Da? Ja, Nummer 1 ist das, genau. Danke fürs Zugucken, für eure Engelsgeduld. Vielleicht lade ich zur Feier des Wochenendes einfach mal 2 Dinger pro Tag hoch, weil da haben die Leute einfach mehr Zeit. Danke fürs Zugucken.